Hallo und herzlich willkommen zur Experten-Videoserie zum Thema Projektsteuerung. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich führe durchs Programm. In unserer ersten Staffel geht es darum, wie kann ich als Projektleiter ein Projekt so aufbauen, dass sich jeder nachhaltig daraus selber motivieren kann. Was ich genau darunter verstehe und warum ich so vorgehe, genau das werden Sie hier in dieser Staffel anhand von 7 Fragen und natürlich den Antworten, die ich Ihnen dazu geben werde, kennenlernen. Seien Sie neugierig, schauen sich die Videos an und ich freue mich natürlich, das nehme ich schon vorweg, immer über Ihr Feedback. Viel Spaß dabei! Und jetzt geht es hier im ersten Teil los mit der Frage, wie führe und motiviere ich als Projektleiter die Projektbeteiligten? Ich selber habe mich jahrelang mit diesem Thema in der Forschung und dann auch in der Praxis intensiv auseinandergesetzt und für mich ist eines klar geworden. Der Schlüssel zum Projekterfolg ist für mich oder sind für mich die Projektbeteiligten. Das heißt, nur wenn alle Projektbeteiligten auch das Projekt unterstützen, mitmachen und es wollen, nur dann habe ich als Projektleiter überhaupt die Chance, mein Projekt erfolgreich abzuliefern. Ja, aber genau das ist der Punkt. Was heißt in diesem Zusammenhang führen? Ja, ich als Projektleiter führe mein Projekt. Das heißt, ich bekomme ein Projekt und werde es von der, ich bleibe jetzt bei dem generischen Projektlebenszyklus, ich werde es von Projektinitiierung, Planung, Projektdurchführung bis hin zur Projektübergabephase führen. Das heißt, ich werde das Projektteam dementsprechend durch alle Phasen begleiten, führen. Ich werde den Projektlenkungsausschuss als, ja, ich sag, moderieren, auch eine Art der Führung und auch ihn dementsprechend durch das gesamte Projekt begleiten. Führung ist also meine Aufgabe und ich kann Führung definieren. Führung ist die Aufgabe zu motivieren. Motivieren und genau was verstehe ich da unter Motivation? Motivation ist nichts anderes, als dass die Projektbeteiligten proaktiv und freiwillig im Projekt mitmachen sollen. Das heißt, proaktiv und freiwillig dem einen und dem gemeinsamen Projektziel hinterhergehen sollen. Und genau das soll ich als Projektleiter führen. Das ist für mich Führung im Projekt und Motivation, genau wie ich es definiert habe, das soll ich damit erreichen. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Teil der Frage, wie mache ich das? Wie motiviere ich die Projektbeteiligten, dass sie eben proaktiv und freiwillig dem gemeinsamen Projektziel hinterhergehen? Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Stellen Sie sich einen Projektleiter vor. Rhetorisch gewandt, super auftreten. Ja, wie gesagt, kann reden wie ein Wasserfall, kann ja ein Feuer damit anzünden. Er ist extrovertiert, ja, par excellence, einfach hervorragend. Er übernimmt ein kleines Projekt und zwar, ja, nehmen wir ein Beispiel, 5 Projektbeteiligte im Projektteam, im Lenkungsausschuss nur 5 Projektbeteiligte und am Ende wird das Projekt auch von 5 Projektbeteiligten genutzt. Das heißt, ein sehr kleines Projekt, 15 Leute, dennoch wird es mit einem sehr, sehr extrovertierten, exzellenten Redner, einem Senior-Projektleiter besetzt. Grund, der Vorstand des Unternehmens möchte das Projekt haben. Ja, was ist die erste Möglichkeit, die er hat? Er wird natürlich sofort mit den Leuten reden. Das heißt, er wird, nehmen wir das Projektteam, er wird die 5 Projektbeteiligten, die zeitweise in dem Projektteam sind, zusammenziehen und wird eine flammende Rede halten, dass die natürlich in dem Meeting bei der Rede natürlich alle Feuer und Flamme sind und sagen, super Projekt, da wollen wir gerne mitmachen. Sie verlassen das Meeting wieder, kommen zurück an ihren Arbeitsplatz und wie gesagt, nehmen wir einfach eine Zahl, jeder soll 50% seiner Zeit in diesem Projekt mitarbeiten. In der Praxis passiert aber eines sehr schnell, wenn die Kollegen wieder zu 50% an ihrem Schreibtisch sind, werden sie natürlich schnell wieder in ihrem Tagesgeschäft sein und ja, nur die feurige Rede hilft in der Regel da wenig und genau diese, den Effekt der feurigen Rede, der wird kurz
bzw. mittelfristig sehr oft dann wieder über das Tagesgeschäft schlichtweg verpuffen. Das heißt, hier wird das Feuer in den Augen der Projektbeteiligten, der Projektteammitglieder über die Zeit sehr schnell wieder erlöschen. Denn wie gesagt, die Rede, ja, man kann damit was anzünden, auf jeden Fall, man kann das Feuer in den Augen dann auch der Leute sehen, aber bedingt dadurch, dass das Tagesgeschäft wieder da ist, dass auch verschiedene Dinge passieren, alleine mit Reden wird vermutlich in der Praxis hier keine Motivation langfristig für unser Projekt zu erreichen sein. Unser Projektleiter ist natürlich sehr gewieft, er bekommt das mit und geht zur Stufe 2 über und sagt, okay, ich werde mit jedem ein Einzelgespräch führen. Gesagt, getan, ihr redet mit jedem, auch hier wieder die Leute, absolut Feuer und Flamme, es wird individuell mit ihnen umgegangen, er spricht mit ihnen, ja, er erklärt ihnen genau, wieso, weshalb, warum. Auch hier wieder die Leute kommen aus dem Einzeltermin raus und ja, wir sind dafür, wir machen mit, kommen aber natürlich auch wieder zum Schreibtisch zurück. Hier Tagesgeschäft, oft natürlich wieder Stress, Hektik, Druck, gleiches Ergebnis, sehr oft in der Praxis. Auch durch Gespräche, Einzeltermine, so gut der Redner aus ist, wird sehr oft die Motivation, die hier erzeugt werden kann, mittel- und auch leider kurzfristig sehr schnell wieder erlischen. Ja, da muss unser Projektleiter noch ein bisschen nachlegen. Welche Möglichkeiten hat er denn noch? Kommen wir zum zweiten Mittel, was unser extrovertierter Projektleiter hat. Das sind die Belohnungen. Die sogenannten extrinsischen Motivatoren, das heißt Dinge wie Geld, eine Beförderung, ein Bonus, muss nicht unbedingt Geld sein, kann Urlaub sein, es kann eine neue Position sein, die der Einzelne vielleicht haben möchte. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit externen Dingen, materiellen Dingen, Personen anregen kann, motiviert zu sein. Ja, unser extrovertierter Projektleiter prüft das natürlich vorab mit dem Vorstand. Der Vorstand ist sehr interessiert an dem Projekt und sagt, du hast hier die Mittel, die Freigabe, den 5 Projektteammitgliedern dementsprechend, was sie möchten, auch zu versprechen, wenn es in dem, und hier gibt er ihm auch einen Rahmen natürlich vor, es soll nicht ausarten, wenn es in diesem Rahmen bleibt. Der Projektleiter überlegt sich natürlich ganz genau, was er wem gibt. Er vereinbart wieder Einzeltermine, spricht mit jedem Projektteammitglied, das sind unsere 5 Kollegen. Ja, im Gespräch bekommt raus, der erste hätte gern einen Bonus. Ja, das heißt, er bekommt, sagen wir einfach mal, ein Monatsgehalt extra, wenn er in diesem Projekt erfolgreich mitarbeitet, wenn das Projekt erfolgreich umgesetzt ist. Der zweite wünscht sich einen extra Urlaub. Sagen wir mal, er möchte 4 Wochen nach Australien, dann sagt er, kein Thema, 2 Wochen bekommst du extra Urlaub und 2 Wochen kriegst du ein Sabbatical. Dann kannst du 4 Wochen mit Frau, Kind und Kegel komplett nach Australien und kannst hier mal 4 Wochen am Stück genießen. Der dritte wollte schon immer eine ganz spezielle Fortbildung haben, die hat er bis jetzt nie bekommen. Kein Thema, so einen Kurs kann man versprechen, das ist absehbar, 1 Woche Vollzeit, der Kurs kostet so und so viel 1000 Euro, auch hier das Versprechen vom Projektleiter an das Projektteammitglied, das bekommst du, wenn das Projekt erfolgreich umgesetzt ist. Ja, dann haben wir noch den vierten. Der vierte wünscht sich, was wünscht er sich denn? Er ist schon sehr lange im Unternehmen und wollte gerne mal in einen anderen Bereich wechseln. Und da hinten gibt es einen Bereich, da hat er auch schon mit dem Abteilungsleiter gesprochen, der wäre auch sehr dafür, dass er in seinen Bereich kommt. Hier könnte er neue Dinge lernen, die sehr, sehr nah in seinem Fachgebiet sind, was sehr gut dazu passt. Und ja, beide würden es gerne, bis jetzt wurde es nie bewilligt. Der Projektleiter prüft es. Ja, wenn das Projekt erfolgreich umgesetzt wird, bekommt er genau das, was er hier möchte. Ja, kommen wir zu Nummer 5. Dem fünften Projektteammitglied. Hier jedoch findet er nichts Direktes, was er ihm versprechen kann. Das Projektteammitglied ist mit seinem Job, mit der Herausforderung sehr zufrieden, sieht, er hat noch einiges hier zu lernen, ist im Unternehmen integriert und weiß eigentlich nicht, was er sich so jetzt richtig wünschen soll. Und naja, weil es nichts Besseres gibt, verspricht ihm der Projektleiter hier einfach auch nochmal ein Monatsgehalt und los geht es. Stellen Sie sich die Praxis vor, die 5 Kollegen haben natürlich jetzt einen monetären Anreiz, da mitzumachen.
und kommen aber wieder zurück an ihren Arbeitsplatz. Bei allen fünf, ich vereinfache das jetzt einfach, passieren einfach im operativen Geschäft, im Tagesgeschäft Dinge, dass sie hier mehr Zeit investieren müssen. Das, was sie hier machen müssen, ist wichtig für ihr Performance Review, das sie jährlich haben, um dementsprechend hier ihre Ziele im eigentlichen Job zu erreichen. Meine Erfahrung ist eindeutig, dass mit extrinsischen Motivatoren hier langfristig, je nachdem wie lange das Projekt läuft, kein Erfolg bei den einzelnen Personen zu erzielen ist. Gerade wenn das Tagesgeschäft, was die einzelnen Personen haben, unabhängig von dem Projekt, wo sie jetzt auch noch drin sind, wenn das sie natürlich unter Druck setzt. Ich komme auch gleich nochmal auf den Thema zurück. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier, gerade bei der fünften Person, merkt unser extrinsischer Projektleiter, ich habe denen zwar was versprochen, aber jetzt hier zwei, drei Wochen später, das Tagesgeschäft, was sie haben, und da kann ich sie nicht rausreißen, das gibt das Projekt nicht her, irgendwie funktioniert es nicht. Die sind da, die wollen, aber gedanklich rutschen sie mir so über ein, zwei, drei Wochen, rutschen sie mir wieder in ihre eigene Rolle zurück. Das heißt so, Feuer und Flamme, wie sie kurz nachdem ich ihnen das versprochen habe, war, das sind sie auf einmal nicht. Ja, und dann habe ich immer noch Nummer 5. Was mache ich denn mit dem fünften, der nicht angebissen hat auf unsere extrinsische Motivation, auf das extra Monatsgehalt? Ja, hier zieht unser extrovertierter Projektleiter seinen dritten Joker aus dem Ärmel. Das ist die Anordnung. Das heißt, nach dem mit den Leuten sprechen und Motivation über eine feurige Rede, wenn das nichts hilft, kann ich immer noch was versprechen, eine Belohnung versprechen. Natürlich wird die auch gehalten, sie ist ja im Rahmen. Aber auch wenn man hier mitkriegt, nach ein, zwei, drei Wochen, oder wie bei unserem fünften Projektteammitglied, es funktioniert doch nicht so gut, dann kann ich die dritte Möglichkeit aus dem Ärmel ziehen. Und das wird unser extravertierter Projektleiter auch machen. Er wird über eine Anordnung gehen. Das heißt, er wird ganz gezielt hier die Anordnung aussprechen lassen, dass unser fünftes Projektteammitglied so wichtig ist. Er soll doch bitte hier mehr in dem Projekt mitarbeiten. Und er geht zum Vorstand und sagt, lieber Vorstand, könntest du bitte die Nummer 5, das fünfte Projektteammitglied, anrufen und ihm sagen, ohne ihn geht's nicht, wir brauchen ihn, er soll hier bitte mehr aktiv mitmachen. Und genau das macht der Vorstand. Er ruft ihn an. Ja gut, das Projektteammitglied kippt zwar halb mit dem Herzinfarkt aus den Schuhen, weil er damit nicht gerechnet hat, freut sich aber unheimlich, dass der Vorstand ihn anruft und darum bittet und ihm sagt, er ist genau der richtige Mann, wir brauchen sein Know-how, er soll bitte super motiviert mitmachen. Und genau das macht er natürlich auch sofort. Ist natürlich ein bisschen hin und her gerissen, warum ihn der Vorstand direkt anruft. Ja, aber nichtsdestotrotz, die Worte haben gewirkt und er wird das, gehe ich jetzt mal davon aus, machen. Ob er es jetzt macht, weil es ja eher wie eine Anordnung ankommt oder ob ihn das wirklich ja von innen heraus motiviert, die Frage dürfen Sie sich selbst beantworten. Ich persönlich gehe in Projekten davon aus, dass das auch nicht motivierend ist, wenn mich der Vorstand einmal anruft und sagt, hey, da sollst du mitmachen, du bist der Mann der Stunde. Ich persönlich denke nicht, dass das mittel- und langfristig als Motivation funktioniert. Ich habe es noch nicht erlebt. So, mit diesen drei Schritten hat unser extrovertierter Projektleiter jetzt versucht, seine fünf Projektteammitglieder zu motivieren. Ich stelle Ihnen jetzt drei Fragen dazu. Erste Frage. Haben Sie als Projektleiter die Zeit, mit jedem Projektbeteiligten zu sprechen, um ihn über ein Gespräch zu motivieren? Ich habe es jetzt sehr einfach gemacht. Fünf Projektteammitglieder, fünf Projektlenkungsausschussmitglieder. Aber da wird es jetzt schon interessant. Wird es ein Projektleiter, auch wenn er sehr extrovertiert ist, kann er es schaffen, nur mit Reden, fünf Senior-Top-Manager zu motivieren, dass die Feuer und Flamme für unser Projekt sind. Und dann haben wir auch noch fünf Projektbeteiligte, die das Ergebnis benutzen werden.
Hat er die Zeit, also insgesamt mit 15 Personen auf unterschiedlichstem Niveau zu sprechen und hier rein über das Gespräch eine Motivation langfristig zu erzielen, dass die proaktiv und freiwillig das Projektziel, das gemeinsame Projektziel unterstützen werden. Bei 15 Leuten hat das vielleicht die Zeit. Denn wie gesagt, das erste Gespräch, das haben wir vorhin schon gesagt, wird nicht ausreichen. Alle Personen befinden sich auch noch im Tagesgeschäft. Das heißt, er wird öfters mit ihnen sprechen müssen. Haben Sie schon mal Projekte gehabt, wo Sie nur 15 Projektbeteiligte hatten? Also, wenn Sie Kleinstprojekte haben, vielleicht. Aber gerade wenn es von einem Kleinprojekt in ein mittelgroßes Projekt übergeht, dann haben Sie auf einmal schon 20 bis 100 Projektbeteiligte in den verschiedenen Rollen mit ihren einzelnen Unterstützungsaufgaben. Und mit 100 Leuten oder 50 bis 100 Leuten haben Sie gar nicht mehr die Zeit zu reden. Das heißt, rein reden als Maßnahme, Menschen zu motivieren, in dem Fall 50 oder 100 Projektbeteiligte oder mehr in unserem Projekt, die Zeit haben wir gar nicht. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr diskutieren, ist es möglich, ja oder nein, sondern bevor wir uns die Frage stellen, wir haben schlichtweg gar nicht die Zeit, das zu machen. Zweite Frage. Die zweite Möglichkeit, die unser extrovertierter Projektleiter eingesetzt hat, das war das Versprechen von extrinsischen Motivatoren. Geld, Beförderung, alles Dinge, die von außen kommen, die man in Geldeinheiten so schön messen kann. Stellen Sie sich wieder ein mittelgroßes Projekt vor. Es gibt hier wunderbare Zahlen, die aufzeigen, dass bei mittelgroßen und Großprojekten etwa 3-5% der Projektbeteiligten im Projektteam sitzen. Also, ganz einfache Rechnung, stellen wir uns einfach mal vor. Ich habe in einem Projektteam 50 Leute sitzen. Und das sind unsere 5%. Dann wären 100% viel, viel mehr Leute. So, wenn ich jetzt über extrinsische Motivatoren arbeite, dann müsste ich als erstes den 50 Leuten im Projektteam etwas versprechen. Haben Sie so viel Budget im Projekt? Ich gehe noch ein bisschen ins Detail ein. Vor allem ist auch der Punkt, den 50 Leuten, ihnen einfach Geld zu bieten, funktioniert in der Regel auch nicht. Denn gerade die Forschung zeigt auf, es ist wichtig, dass es hier, wenn Sie schon mit so einer Motivation wie Sie versuchen es über Geld zu machen, dann müssen Sie auch viel Geld bieten. Dann müssen Sie auch ganz genau sicher sein, dass Geld der richtige Druckpunkt ist und dass es nicht Beförderung, dass es kein Urlaub, keine Weiterbildung ist. Das heißt, Sie müssten sich eigentlich für die 50 Leute die Zeit nehmen zu ermitteln, welche Art der extrinsischen Motivation, Geld, Beförderung, Urlaub, Fortbildung, neuer Job innerhalb der Firma, was das Richtige ist. Und viel wichtiger, wir reden gerade von nur dem Projektteam. Ja, glauben Sie denn nicht, dass die anderen Projektbeteiligten komisch reagieren werden und es wird die Runde machen, wenn die mitkriegen, die Projektteammitglieder, die bekommen etwas. Aber ich, der hier vielleicht nicht im Projektteam sitzt, aber dennoch unterstützen soll, ich bekomme nichts. Das ist gemein. Da könnte es ziemlich schnell passieren, dass die Projektbeteiligten, die nicht im Team sitzen, sondern generell noch im Projekt, ja, als Projektbeteiligte verschiedene Projektrollen bei den Direct und Indirect Stakeholders haben, dass die natürlich hier auf einmal komisch reagieren. Ich gebe Ihnen sogar noch einen Punkt mit an die Hand, warum das sehr schwierig ist. Wenn Sie mit Geld versuchen, die Leute zu motivieren, dann muss das natürlich auch an einem Ergebnis festgemacht werden, an einem messbaren Ergebnis. Das heißt, Sie müssen am Anfang die messbaren Ergebnisse definieren, an denen die Leute ihren Bonus, das Geld oder auch das andere, was sie versprechen, bekommen. Und die Schwierigkeit ist für jeden dann auch, ja, messbar das richtige Kriterium zu definieren und vor allem so zu definieren, dass sie die Innovation nicht einschränken. Das ist nämlich die Herausforderung bei messbaren Zielen. Die kann ich schnell definieren. Nur am Anfang des Projektes, ein Projekt wird gemacht, weil wir etwas Neuartiges erzielen wollen. Ich kann es nicht vollständig messbar vordefinieren, weil, wie gesagt,
etwas Neuartiges soll ja auch in dem Projekt entwickelt, abgeliefert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Extrinsische Motivation. Ich persönlich denke, dass in IT-Projekten in den westlichen Industrieländern funktioniert nicht, denn die Nebenwirkungen, wie ich es gerade schon erzählt habe, die Punkte, die ich genannt habe, sind bei weitem zu hoch und sind, entschuldigen Sie die Formulierung, wirklich der Schuss ins Knie für unser Projekt. Ich habe schon oft erlebt, dass diese Dinge ein Projekt ruiniert haben. Die dritte Frage, die ich Ihnen jetzt noch dazu gebe, das betrifft natürlich die Anordnung. Da ruft also der Vorstand, weil er das Projekt unbedingt möchte, einen Projektbeteiligten an. Ja, ob der jetzt aus Angst mitmacht oder weil er das wirklich toll findet, das überlasse ich Ihnen. Aber ich stelle mir gerade wieder vor, Sie haben ein mittelgroßes Projekt und der Vorstand soll jetzt, ich übertreibe, aber das kann passieren, soll jeden Projektbeteiligten anrufen. Das wird nicht passieren. Er hat nicht die Zeit dafür. Zudem ist die Frage, ob er wirklich dann auch individuell mit jedem so gut reden kann, wie unser extrovertierter Projektleiter. Auch das wage ich zu bezweifeln. Und genau deswegen stelle ich diese drei Möglichkeiten: mit den Leuten reden, Bonusversprechen und auch Anordnung in Frage. Der Grund aus meiner Sicht ganz einfach: Motivation kann nicht von außen, und alle diese drei Dinge waren von außen, sind auf mich zugekommen. Motivation kann aus meiner Sicht nicht von außen mit einer, ja, ich vergleiche das immer mit einer Spritze oder mit einer Tablette verabreicht werden. Und genau das ist der Punkt. Motivation, das ist hier drin, das ist ein Gefühl. Ja, es ist ein Gefühl. Wenn ich etwas toll finde, dann möchte ich mitmachen. Ich muss das Projekt toll und interessant finden, dass ich sage, wow, dieses Projekt, was der Projektleiter hat, das finde ich gut. Da möchte ich dabei sein. Da möchte ich genau das, was ich als Experte kann, beitragen. Und ich will das erfolgreiche Projektende miterleben. Aber das ist ein Gefühl, das ist hier drin. Motivation kommt von innen. Und genau damit komme ich jetzt zurück wieder zum Anfang, zu unserer Frage: Wie führe ich denn ein Projekt, das sich die Projektbeteiligten, alle Projektbeteiligten motivieren, proaktiv und freiwillig dem gemeinsamen Projektziel nachzugehen? Das mache ich, indem ich mein Projekt so aufbaue, dass sich jeder aus dem Projekt selber motivieren kann. Eben, dass er, genau wie ich es gerade erzählt habe, dass er sagt, das Projekt, da will ich dabei sein. Da will ich beitragen, da will ich das Projektende miterleben. Und genau das sehe ich als meine Aufgabe als Projektleiter an, wie ich Projekte führe. Das heißt, um die Motivation der Projektbeteiligten zu erzielen, ist mein erster Schritt, das Projektfundament, das Projekt so aufzubauen, dass sich jeder selbstständig aus dem Projekt, über das Projekt motiviert, dass er das Gefühl bekommt, ja, da will ich mitmachen. Und genau das bringt mich natürlich jetzt zur nächsten Frage. Und zwar die Frage: Wie baue ich als Projektleiter genau so ein Projektfundament auf, aus dem sich jeder selber von innen heraus motivieren kann, dass er sagt, ja, ich hier, hallo, ich will mitmachen. Das kann so weit gehen, dass mich die Leute als Projektleiter, wenn ich ein Projekt aufbaue, dass die mich ansprechen und sagen, brauchst du nicht noch einen Experten dafür? Ich habe gehört, das Projekt, du baust es so und so auf, das sind die Inhalte, würde ich doch super dazu passen. Ja, das ist möglich. Und genau das ist die Frage: Wie baue ich als Projektleiter mein Projekt, mein Projektfundament so auf, dass sich jeder daraus selber motivieren kann, von innen heraus motivieren kann? Und genau die Frage beantworte ich im zweiten Teil dieser Staffel. Ja, ich bedanke mich wieder für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Teil dieser Staffel wiedersehen. Ihr Dr. Martin Moss. Ah, eins noch. Ich freue mich auch sehr über Ihre Rückmeldung. Geben Sie mir doch einfach hier im Forum Feedback oder bewerten Sie mein Video, wie es Ihnen gefallen hat.
Ich bin einfach froh, wenn ich sehe, dass es gut ankommt. Und wenn Sie Tipps haben für mich, wie ich es besser gestalten kann, schreiben Sie mir. Ich freue mich darüber. Aber jetzt, Ihr Dr. Martin Moss.